Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. In der letzten Folge haben wir gegen den Elfenbein Lagiakrus gekämpft und mehr oder weniger das Spiel abgeschlossen. Was? Und ja, wir haben noch mindestens zwei Monster, die wir erledigen müssen. Und zwar den ins Feuer. Nein, den Dämon Joe, was das Viech ist, was uns hier ein paar Mal in den anderen Quests hier begegnet ist. Und natürlich immer noch Grollen in der großen Wüste, einen Gen Moran. Und ja, ich habe mich jetzt sehr gut vorbereitet, hoffe ich. Ich habe was gegessen und das ist der Felim Bombardier, welchen Schaden von Kanonen und Ballisten erhöht. Das könnte vielleicht auch nicht schlecht sein. Und ja, dann würde ich sagen, ich habe sogar noch eine Dingens mitgenommen wieder. Eine Spitzhacke, die werden wir ja brauchen, um einige Sachen dazu bekommen. Und ja, wir haben Part 50, ist auch mal ein guter Zeitpunkt, gegen ein riesiges Monster zu kämpfen. Ach, ich habe sogar eine bekommen, verdammt. Und ja, wünscht mir Glück, dass wir dieses Mal schaffen. Der Kampf kann ja verdammt lang gehen. Fragt sich nur, ob ich das dieses Mal schaffe. Ich möchte den Kampf echt schaffen, weil ich finde den voll episch. Diesmal packen wir den, egal wie lange es dauert. Ich vergesse mal, wie groß das Viech ist. Ja, ich muss mal kurz hier. Au. Ja, ich habe natürlich meine Angriffsrüstung genommen. Weil Angriff brauche ich. Oh, verdammt. Ey. Ja, wir haben eine halbe Stunde Zeit, also. Ja, der wollte irgendwie klappen, hoffentlich. Ich habe nicht nach, wie man ihn besiegen sollte. Ich versuche jetzt einfach nur mehr so, je näher ich an ihn immer dran gehe, mit Nahkampfangriffen ihn kaputt zu hauen. Und voll ruckelnd hier zu mir. Und jedes Mal, wenn er irgendwie versucht hier anzugreifen, ich mal Dinge ihr Leuten. Also ich dachte, also das Ding, weil dann geht er ja weiter weg. Ja. Ungefähr so. Komme ich so an ihn auf? Ich glaube nicht. Aber verschwindet, egal. Fängt schon mal gut an, ne? Da kann ich jetzt darüber oder nicht? Hier meine Kanone. Eine Kanone tue ich jetzt auch mehr abziehen, dank den Bombardier. Das war nicht gut. Ich bin runtergefallen, Mann. Ich würde ehrlich gesagt den Schaden minimieren von dem Chef. Ja, super, der darf jetzt schon. Kann ja nicht gut ausgehen. Ist ja jetzt schon, ich verliere wieder. Oh Mann. Ey. Piss dich. Was? Mach, was ist das? Boah. Schau ich doch nie im Leben. Jetzt so eine Kacke hier schon mal. Ich schon 10 Mal auf den drauf gehen können. Ah. Hab ich ihn eben so an. Ja, ein paar Harpunen sollte ich vielleicht nehmen.
Sieht irgendwie nicht so aus, als könnte ich auf ihn drauf. Was? Ach ja, verdammt. Er ist doch da wieder ab. Den Kampf schaffe ich, weiß es ja nicht. Ich glaube irgendwie nicht. Meine blöden Viecher. Will ich mal arschen? Ich glaube wirklich, das bringt's. Ja. Wo ist er? Ich will aussteigen, so. Ich will den Kampf schaffen, ehrlich. So, nicht zu passen. Ich glaube, nach 15 Minuten haut er boah, was? Wie soll ich denn darauf reagieren? Hier, guck mal her. Was? So. War, glaube ich, gut. Komm mal her. Na? Das Ding wieder benutzen, nö. Mann, was ist das? Ich rutsche da immer ab. Was ist das für eine Kacke? Ich hätte ihn schon so oft angreifen können, das kann ich schon vergessen eigentlich. Was ist das für ein Dreck? Ich hätte schon 10.000 Mal angreifen können, aber ich komme nicht. Oh, ich mache so eine Kacke hier gerade. So, oh mein Gott. So, wir haben erstmal wieder ein paar Sachen hier ab. Aber Velo schmeißt mich jetzt direkt wieder runter. So, jetzt mit meinen Explosionen. So, wir haufen jetzt einfach wie blöd drauf. Einfach schön draufhauen. Wenn zwar ein beschissenen Anfang, aber jetzt wird er da wohl. Komm schon. Er gelacht. Einfach draufhauen hier auf das Ding. Weiß man nicht, wie der so geradeaus irgendwie schwimmen kann. Aber egal. So, Genmohan-Klamotten. Nein. Mann. Ist deine Schuld. Das Viech müssen wir doch erledigen. Ich bin jetzt gerade mitten drin, ich schreibe da jetzt nicht. Was? Okay, dann mache ich das eben so. Dann schaffe ich doch. Hallo. Na, da ist so ein Gong in sich zum ersten Mal, glaube ich. Ja, immer schön draufhauen. Immer schön draufhauen. Irgendwann geht er schon kaputt. Hoffentlich lagert der Schaden, den ich hier einrichte, hier weiter bis zu dem Moment, wo ich so normal gegen den kämpfe. Weil das wäre nämlich richtig gut. Nach 15 Minuten oder so geht er ja irgendwie an
Da gehen wir beide irgendwie so an Land und kämpfen. Was denn hier? Na, wo bist du? Was so? Oh ja. Oh, da ist er. Okay, da muss ich jetzt wieder gut abtimen. Habe ich glaube ich nicht geschafft. Beim ersten Mal oder zweiten Mal. Ich muss auch ein bisschen früher einsetzen, glaube ich. Was zum Teufel? Was war das? Der kam nicht so episch, ne? Kann ich nicht auch so auf den drauf springen? Ja. Warte, ich krieg dich diesmal. Jawohl. Jetzt kann ich bestimmt auf ihn drauf springen, ne? Oh. Ja, das ist einfach, wenn ich mit mir Mist hier. Ich habe ich kaputt, bevor wir beide gegeneinander kämpfen. Nein, geh weg, Mann. Wo ist er? Also warte, ich tue einen Fahrball auf den werfen. Mann, Leute, hört ihr auf damit? Das markiert ihr nicht. Willst du mich verarschen? Der verarscht mich. Ah, ich denke, ich kann ja auf den drauf springen, ne? Und dann macht er so eine Kacke. Ja, jetzt. Jetzt ist er so ein Pfeil, ist klar. Boah, ich hasse den Kampf. Er ist voll episch, aber er läuft irgendwie nichts, wie es soll. Ja. Du sollst nicht datieren, du sollst. So, jetzt haben wir mal ein paar Kanonen. Weil dann auf den. Er bringt's bestimmt. Ja, super. Ja, dann macht uns fertig wieder. So, wehe. Oh, geil. Bams. Woran Rückenpanzer, gut. Ja, wehe, ich lande jetzt nicht da drin. Ich wollte schon sagen. So. Wir looten jetzt noch ein paar Moran-Sachen, damit jetzt, wenn wir hier verlieren, ja wenigstens ein paar Sachen bekommen. Jetzt kriegst du auch für Fresse. Nur so nebenbei. Ein paar Explosionen und so. Ich bin halt so kacke, ich fall einfach durch den durch. Irgendwie doof gemacht. Ja, aber gut, dass ich jetzt mal von den Dingern gefangen werde. Das Schiff geht wieder kaputt am Ende. Das ist voll dämlich. Der taucht wieder ab, ne? Er müsste eigentlich nur auf uns drauf landen, dann wäre schon vorbei. So macht er das nicht. Na komm. Mach das doch! Ja, das Schiff wird sowas von wieder kaputt gehen. Er hat schon wieder so viel Schaden angerichtet. Boah, geh doch noch mal daran. Oh mein.
Dann ja, Chip wird nach 10 Minuten schon. Ja, super. Jetzt muss ich noch 15 Minuten den, ne, 20 Minuten den aufhalten. Wie soll ich denn das machen? Ha. Das schaffe ich nicht. Kann ich jetzt schon mal sagen. Du bleibst gefaced da vorne. Du kommst hier nicht vorbei. Ich komme da nicht weiter. Das ist gerade passiert. Ich habe ihn gerade mal mit meinem normalen Schwert hier umgehauen. Sehr gut. Ich nehme mit meinem normalen Schwert hier kaputt hauen, ne? Warte, ich halte jetzt hier auf die Seite. Ich habe mal deine Beine kaputt. Der ist eigentlich nur ein riesiger Schwabbel. Bleibst du fällst auf der Seite. Ich hab lieber mich an, statt das Schiff. Du Eier hast. Ich hoffe, den drauf klettern kann. Nein, Mann, du bleibst stehen. Du bleibst gefaced. Weg. Kehr um. Umkehren, habe ich gesagt. Zum Teufel, hat er Kayamala gemacht, der hat so ein Zeichen gemacht. Oh, oh Gott. Nicht gut. Boah, nein, da kommt er. Ich erstmal hochheilen. Nein, da kommt wieder näher, da macht schon wieder mein Schiff kaputt. Du bleibst gefällt. Mann. Ich habe schon mal anders versucht, da hat nicht geklappt, also mache ich das jetzt so. Und dagegen. Ich hoffe, ich muss die hier kaputt machen. Der Schwabbel, der trifft mich die ganze Zeit. Nein, er kommt da durch. Warte, ich habe noch meine Dinge hier, meinen Bohrer. Oh, sehr gut. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht so 20 Minuten machen. Der irgendwann keinen Bock mehr hat, bis die Zeit vorbei ist oder irgendwie sowas. Das greife ich den anderen auch noch ein bisschen an. Da irgendwas kaputt geht. Nein, da kommt schon wieder näher. Bitch, bitch, ich greife mit dem Schwert an. Kämpf Mann gegen dich. So, ich habe nur den Gong und ich habe den Bohrer, wenn der zu nahe kommt. Und dann setze ich jetzt eins von ein. Ja, super. Ja toll, jetzt ist wieder Siegesmusik. Verpiss dich. Also er macht auf jeden Fall schon wieder sein Ding ins hier. Das ist wieder kacke. Also.
Das ist weg. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht echt 20 Minuten hier den so lange kaputt hauen. Warte. Weil das wäre ein bisschen doof. Coole Beine. Die habe ich jetzt kaputt. Jetzt kommt er wieder näher. Boah, bitte sag mir, der Kampf kann irgendwie früher schon beendet werden, wenn ich den genug Schaden angerichtet habe. Das wäre ein bisschen doof. Ich wollte nur zwei, dreimal mein Schiff angreifen und ich bin weg. Da guckst du das schon wieder an. Ich bin viel zu nah an mich heran. Minuten, ja, wie das schaffe. War letztes Mal auch schon so knapp. Ja, warte, mach dein Dingen. Mach dein Dingen. Ich werde jetzt echt die Minuten runterzählen, habe ich das Gefühl. Nein! Oh. Das kann ich mir nicht leisten gerade. Bist du nicht? Also der geht für einen Schritt kurz zurück und dann kommt er wieder näher. Das ist ja ein Problem. Okay, oder auch nicht. Boah, wehe, mein Schiff geht wieder kaputt. Jetzt kommt er wieder näher. Ist auch kacke. Ist auch schon wieder so nah dran. Ich kann den Gong nicht einsetzen, der ist super. Der macht das gleich wieder kaputt. Mein Deck. Verpiss dich. Verpiss dich, dann macht das Schiff wieder kaputt. Was ich jetzt? Vor allem, wenn ich den seine Klamotten haben will, falls es überhaupt Klamotten gibt. Dann muss ich den schon wieder bekämpfen. Ja, dann macht mein Schiff jetzt wieder kaputt. Nein! Oh. Das ist so kacke gemacht. Kriegt das einer an? Was soll ich denn dagegen machen? Mal geht weg! Ja, der macht das wieder kaputt jetzt. Mann, ich weiß echt nicht, was ich gegen den machen soll. Verpiss dich doch mal. Ich hab keinen Gong, ich hab nicht dieses Dingen. Was soll ich denn wieder machen? Das ist der Jagdgong-Bereich, super. Mein Gott. Ja, nicht gut.
Ich muss warten, ja. Oh, sehr gut. Muss halt eigentlich nur richtig abtreiben, dann war's dann. Muss noch 5 Minuten hier aus sein, dann schaffe ich doch nie im Leben. Bitte bleib noch 10 Minuten irgendwie am Boden. Nein. Der haut gleich das Ding wieder kaputt und dann war's. Ich bin den Kampf nicht gut. Nicht so durchzusetzen. Mein Gott, ey. Weil meine Angriffe bringen ja auch nichts mehr dem. Ja, okay, ist gut, Mann. Jetzt bringt er mich hier noch um. Nein, 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 nein. Nein! Super. Ach. Ah. Und bitte kipp um. Jawohl. Mir egal wegen der Belohnung. Ich will einfach nur das Tier schaffen. 4 Minuten, ey. Wie lange dauert denn das noch? Ist ein bisschen weit weg, das ist schon mal gut. Aber der Kampf, ne? War voll episch gemacht, aber wenn du nicht weißt, was du tun sollst, nicht gut. Piss dich. Wer, der macht mein Schiff noch kaputt im letzten Moment. Ja, weiß ich nicht, damit ich, weiß ich nicht, richtig angepisst. Mein Gott. Oh, ich kann da wieder binden. So, na warte. Das hättest du wohl gern. Tschüss. Ich hoffe, der ist dann auch kaputt. Ist der auf einmal heißt, ja, der wurde nicht genug Schaden angerichtet oder so. So, 2 Minuten, aber ich habe wohl noch schaffen. Nein, jetzt habe ich keine Dings mehr. Oh Gott. Das eine Ding kann ruhig mal wieder bereit sein. Ach Mann. Was kann ich hier noch mal binden? Weil ich so was von machen werde, wenn er mich noch mal angreift. Das interessiert der Schaden jetzt überhaupt nicht, den ich den anrichte oder den, der mir anrichtet. Ja, verpiss dich, gut. Sollst du lieber nicht mit mir anlegen. Ja, frustriert. Was? Ich hab den sogar erledigt. Sehr schön. Und den jetzt looten. Boah, den loot ich jetzt. Ich fasse nicht, der Kampf hat so verzweifelt angefangen. Ja, ich loot den mal so 10 Mal hoffentlich. Boah, mal den auch erledigt. Das war bis jetzt der schwerste Kampf, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen musste. So gehen nebenbei.
Oh, Gott sei Dank, haben wir das geschafft. Das Problem ist, der Kampf wird nicht einfacher mit der Zeit, habe ich so das Gefühl. Guckt euch mal an, was wir erlegt haben. Das gibt es einfach nicht. Perfekt. Einmal noch geschafft. Oh, zum Glück, ich musste nichts schneiden oder irgendwie sowas. Darauf hatte ich schon wieder am meisten Angst. Oh. Empfehlung, okay. Moran Schuppe Plus, Erddrachenstein, geil. Ester Eiszahn, Schiene, Drachenelzenblut, jawohl. Brauche ich immer noch ein paar. Gongschlag. Chefpfeife, Genkristall, okay. Boah, das war mal ein Kampf. Das sollte ein finaler Kampf sein, nicht Elfenbeinlagiakros. So, hey. Chacha. Megatron Alompa, Chacha verwandeltes Pulverfass ist. Findet Maske, die trifft wie Schakanschlag. Super dummer gemeinsam Angriff von zwei Schakalaka mit großem Bum Bum. Macht Schakalaka zur Artillerie, Monster weinen. Es fehlt ein Schakakind, bla bla. Oh. Moran Rückenpanzer, geil. Was willst du denn jetzt schon wieder? Oh, Moran Rückenpanzer, Artilleriemaske. Ja, machen wir die mal. Dann können wir mal endlich was hier machen. Geil. Wenn wir mal das gucken, wie die aussieht. So, kann ich irgendein Schwert herstellen? Ich glaube nicht, ne? Yamato, Mabuto. Ach, das sind die Moran-Klamotten. Was sieht das denn aus? Aber ja, schon vorher die Klamotten. Okay, war ich schon ein paar Moran-Sachen dazu, ne? Ah, dann haben wir hier auch alle Quests erledigt. In dem Rang. So, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch diese Quest hier gegen den Dämon Joe. Okay. Ich sagen, ich spende den Party und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play. Ich wollte jetzt einen anderen Titel nehmen von meinen anderen Projekten. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Zum Monster Hunter 3 Ultimate. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.